Hallo ihr Lieben, ich muss euch aber sagen, dass ich dieses Video schon letztes Jahr aufgenommen habe und ja zuerst zum Schneiden gekommen bin. Hallo ihr Lieben, ich bin Selene. In diesem Video zeige ich euch meine neue Castle Arts Metallic Stifte. Die habe ich mir zu Black Friday gegönnt von der Website von Castle Arts selber, also nicht von Amazon. Da habe ich die nicht gefunden gehabt zu dem Zeitpunkt, nur auf deren Seite mit einem tollen Angebot. Da dachte ich, bestelle ich sie mir mal. Dieses Video drehe ich jetzt das dritte Mal. Im ersten war Musik im Hintergrund, was nicht sein sollte. Dann hätte ich ein Voice-Over machen müssen. Darauf habe ich keine Lust gehabt. Beim zweiten Mal ist meine Katze hier drüber gelaufen, ist auf meine Lampe drauf geklettert und hat alles runtergeschmissen. Also drehe ich das Video zum dritten Mal. Also, das ist so ein Paket gewesen. Die Box war noch mit einer Plastikfolie verpackt. Das hatte ich ja schon abgemacht. Wie gesagt, ich habe ja das Video schon mal gedreht gehabt. Nicht wundern, die Finger, ich habe mir nicht am Popo gekratzt, sondern ich habe Tannenzweige in der Hand gehabt. Und da ist der Harz davon. Und als ich diese Stifte aufgemacht habe, das sind so Glitzerpartikel gewesen und die haften jetzt hier dran. Also, ich habe nirgendwo rumgespielt, ne? Also, die Metallbox sieht richtig toll aus. Auch das Motiv vorne ist wunderschön. Hier hinten steht was über die Stifte auf Englisch. Ich habe mir das übersetzen lassen, meine Übersetzungs-App. Aber ich habe es mir nicht ausgedruckt. Also kann ich euch jetzt nicht übersetzen. Also hier, wenn ihr einen Screenshot machen könnt, dann könnt ihr das auch übersetzen lassen oder ihr könnt Englisch und versteht schon, was da steht. Ich nämlich nichts verstehe. Dann machen wir mal die Box auf. Hier ist auch noch mal das Bild. Und hier ist die Farbrange, die Farbtabelle, wie die Stifte auch. Die sind nummeriert. Und die haben eine Farbbezeichnung, ist auch sehr gut. Dann ist hier so eine Farbpalette, wo ihr eure Stifte also testen könnt. Das Papier ist dick, ein bisschen glatt, also ist nicht schlecht. Ich habe sie mir kopieren lassen. Jetzt möchte ich mal gucken, wie das aussieht. Ich habe hier ein auf dem Blatt Papier, das ist 120 Gramm Druckerpapier. Und einmal das ganz normale dünne 80 Gramm, glaube ich, ist das. Mal schauen, wie sie dort performen. Dann ist hier so ein kleines Büchlein. Das ist nochmal die ganzen 48 Metallic-Stifte. Dann, was für eine Produktrange die haben, ist hier abgebildet. Und hier ist ein Beispiel, wie dieses Bild gemalt wurde, also die Zeichnung. Dann ist hier auch, was für Stifte verwendet wurde. Zeige euch, das blendet jetzt ein bisschen. So, glaube ich, ist besser. Der so wie Schritt für Schritt, was für Farben man genommen hat. Ja. Dann ist hier noch so eine Karte. Unwichtig. Dann noch mal so ein Zettel, wo die ganzen Produkte von denen abgebildet sind. Und auf der anderen Seite, da sind die ganzen Farben. Also das sind die 120er Farben. Hier sind die Pastelltint Color Farben. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das Pastelltint. Pastelltint. Also bei mir hört sich das sehr komisch an. Ich sage jetzt mal Pastellstifte einfach. Das ist die Farben und dann diese neue Metallic-Farben, die 48. Hier ist auch das Acryl in den Tuben, die Farben, was die für Metallic-Farben haben. War das jetzt ein richtiges Deutsch? Nein, aber auch egal. Hier könnt ihr sehen, hier sind einmal die Metallic-Farben, die in diesem Set sind, und
Diese Farben gibt es auch als Acrylfarben in Tuben, überall wo dieser Kreis ist. Ist Acryltuben und der andere ist ja die Box. Und hier ist dasselbe, hier sind die verschiedenen Medien, die sie haben. Und hier ist dann, hier kann man gucken, okay, diese Farbe ist im Set mit Color und was Gold Trench drin. Und so kann man das erkennen, wo welche Farben drin sind. Dann ist noch so ein kleines Heft dabei. Ich weiß, das Heft ist auch komplett auf Englisch, aber hier zeigen sie auch zum Beispiel, wie ich schon in einem meinen Videos gesagt habe, dass man den Pinsel, also den Anspitzer dreht, nicht den Stift, weil die elektrischen Spitzer ja werden ja auch mit diesem, dass der Spitzer sich dreht und nicht der Stift sich in dem elektrischen dreht. Wow, auch ein tolles Satzbau. Tolles Satzbau, ja. Und hier ist die Stift, wie man den Stift hält, erklärt. Aber da seht ihr ja selber. Ich zeig euch mal. Das ist die 48er Farben von den. Das stellt jetzt nicht scharf. Ich guck mal. So. Die Farben. Und hier, was nicht schlecht ist. Hier könnt ihr aus 12 Farben 44 Farben euch mischen. Und zwar zum Beispiel, hier ist ein Beispiel, wenn man Vegas Yellow nimmt, mit Honey Bronze mischt, dann ergibt es diese Farbe. Ist auch nicht schlimm. Dann sind verschiedene Blending-Tools, die man benutzen kann zum Blenden. Benutze ich manchmal auch ganz gerne, aber den von Caran d'Ache. Hier ist, wie man Perspektive zeichnet. Was ich nicht kann. Ich habe kein räumliches Denken richtig, weil ich Probleme mit gerade Linien habe. Also bei mir ist immer alles schief. Ich sehe das nicht richtig. Also da bin ich eine Niet. Ist noch so ein Beispiel. Und dann ist es hier mit meinem Papier geschützt. Ich habe die Stifte, wie gesagt, schon ja angespitzt, weil ich ja schon ich habe ja schon ein Video gedreht gehabt, aber mir ist kein einziger Stift abgebrochen. Das ist ja auch schon gutes. Dann kann man die Teile ganz leicht rausnehmen, weil mir macht das nichts aus, da reinzugreifen, da ich ja immer kurze Nägel habe, aber für die, die lange Fingernägel haben, kann man so einen Schlaufen anheben. Und praktisch rausholen aus der Box. So, ich wollte die Stifte eigentlich meine Mama schenken, aber ich behalte sie jetzt selber, dass ich einfach ein komplettes Set, also ich habe mir ja die 120er Gold bestellt und auch die Pastellstifte habe ich mir bestellt. Also die sind auch da. Da drehe ich auch jedes einzelne, also zu den jeweiligen Stiften ein Video dazu. Und ja, da habe ich gedacht, ich behalte sie, dann habe ich ein komplettes Set. Und die kann ich meine Mama noch immer nachbestellen. Ja, ihr Lieben, wie ihr merkt, ich mache den Swatch in Schnelldurchlauf, weil sonst dauert das viel zu lange. Zu dem Zeitpunkt habe ich, also ich habe jetzt nur hier die eine Sequenz reingeschnitten und die anderen rausgeschnitten. Ich habe das auf zwei verschiedenen Papieren getestet. Hier ist es gerade auf 120 Gramm Druckerpapier. Und ich habe noch auf 80 Gramm Druckerpapier getestet. Das seht ihr dann nach diesem Swatch, zeige ich euch von beiden, also auf beiden Papiersachen,
Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Jetzt ist das aktuelle Sprechen, ne? Da war ja noch so, ja, ich gebe mir Mühe, so vorsichtig beim Reden. Wie gesagt, das Video habe ich ja letztes Jahr gedreht und ich kam einfach nicht dazu zu schneiden. Auf jeden Fall nach diesem Swatch, Speed, also nach dem Speed Swatch, werdet ihr sehen, da zeige ich euch, wie die Stifte auf beiden Papieren sich performen ließen. Ja, und dann wollte ich das nur ganz kurz sagen, so dass ihr Bescheid wisst, warum ich hier nicht rede, weil das dauert einfach dann viel zu lange. Weil das geht jetzt hier in ein paar Minuten, aber das dauert schon länger, wenn du das in normalem Tempo laufen lässt. Und wie gesagt, da hatte ich ja noch auf den 80er Gramm Papier gedreht, also auch abgedreht, nur das habe ich jetzt hier ins Video nicht reingenommen, weil das hätte viel zu lange gedauert. Und wie gesagt, das seht ihr ja nach diesem Speed Swatch. Und ich erkläre dann auch so ein bisschen dazu. Und nicht wundern, dass ich so kontrolliert rede. Da war ja noch, wo ich noch nicht so frei gesprochen habe und mir noch viel zu viele Gedanken gemacht habe. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, obwohl das Video so spät kommt. Ich habe noch die 120er Gold auch abgedreht. Das muss ich auch noch schneiden. Ich habe noch einige Videos, die schneiden zu schneiden habe, meine Güte. Und da muss ich gucken, wann ich das alles nach und nach aber abarbeite. Also ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und ihr könnt ja dann im Video einen Kommentar dazu geben, wie ihr jetzt die Stifte fandet. Also ihr Lieben, viel Spaß noch beim Zuschauen. Bis dann, ciao.
Also hier versuche ich jetzt, ich habe mir drei Farben ausgesucht aus dem Test. Einmal 25 Dragon Orange, dann 33 Magnetic Mauve, besser gesagt, 28 Vesuvius Grey, Vesuvius, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ich fand den etwas kratzig. Bei dem Mauve fand ich, da sind viel zu viele Glitzerpigmente, so dass es ein bisschen fleckiger auf dem, seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das war so ein bisschen fleckig beim Auftragen bei dem Farbtabelle. Und Orange fand ich, dass es sehr weich ist und eine schöne Farbe eigentlich ist. Und deswegen tue ich die jetzt drei nehmen und gucken, wie viele Schichten ich auf 120 Gramm Druckerpapier hinbekomme. Auch hier habe ich teilweise auf Schnelldurchlauf gemacht, weil es einfach viel zu lange gedauert hätte. Und wie gesagt, beim ersten Mal erkläre ich ja und die anderen wiederholen sich dann die ganze Zeit. Also 8 Schichten. Hier möchte ich ausprobieren, also ich schreibe hier plus Länder. Ich nehme hier meinen Blender von Carandash. Und hier unten wollte ich zwei Farben mischen. Und zwar, da mische ich jetzt 25 und Dragon Orange und 48 African Jade. Und das wiederhole ich jetzt mit 33. Also hier schon bei 7 voll. Hier mische ich die Farbe 003 Sage mit 033 Magnetic Mauve.
mache ich mit dem. Der kam mir ziemlich kratzig vor. Hier mische ich die Farbe 37 Pacific Green mit dem Vesuvius Gray, also mit 28. Hier male ich jetzt alle Farben miteinander, also beide mal. Hier möchte ich einmal die Seite, dann verblende ich die Farben, die lasse ich es. Hier verblende ich auch die Seite und hier aber tue ich komplett mit Fixativ fixieren dann, um zu gucken, wie das dann rauskommt. Ihr Lieben, ihr werdet gleich bestimmt wundern, was ich euch da versucht habe zu erklären. Und zwar, dadurch, dass es ja so Glitzerpartikel sind und da hatte ich meine Hand voll geschmiert dadurch. Und da habe ich mir dann so einen Handschuh angezogen. Das nimmt man, glaube ich, eigentlich nur, wenn man am iPad mit so einem Stift arbeitet. Und hier war das richtig gut, weil dann habe ich nicht so rumgeschmiert und meine Hand blieb sauber. Und das Fett von der Handfläche, also unsere Hände fetten ja auch. Und das ist ganz gut, dass es dann nicht mit den Farbpigmenten in Berührung kommt. Und ja, also ich finde den Handschuh gar nicht mal so schlecht, nur das Blöde ist, ich finde ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein paar Videos damit gedreht hatte, mit dem Handschuh. Auf jeden Fall finde ich ihn nicht mehr. Ich muss ihn mir nochmal neu bestellen, weil ich fand ihn richtig, richtig gut. Weil man hat dann nicht so rumgeschmiert auf dem Papier. Das fällt mir jetzt bei den neuen Videos, die ich auch drehe, immer wieder auf. Man kann dann Papier drunter legen, aber das vergisst man ja trotzdem immer wieder. Also so ein Handschuh ist gar nicht mal so schlecht. Und was ich sagen wollte, dass die Stifte sich sehr gut mit dem Blender verblenden ließen. Gleich seht ihr, dass ich dann wieder mit den, also wie gesagt, hier auf der Seite, wo der Blender ist, habe ich ja mit dem Blender gearbeitet und auf der anderen Seite, auf der linken, habe ich wieder mit Stiften versucht, das zu verblenden. Und ich muss sagen, also mit dem Blender ging es richtig, richtig gut. Und wie ihr seht, sind die Farben auch ein bisschen kräftiger zum Vorschein gekommen. Also ihr könnt damit ruhig auch mit Blender arbeiten.
Dann fixiere ich diese Blume und sehen wir, wie es aussieht. Jetzt gleich. So, ich habe das jetzt eingesprüht. Das könnt ihr sehen. Ich lasse das jetzt trocknen. Dann sehen wir später, wie es aussieht. Und in der Zeit mache ich dasselbe mit 80 Gramm. Dann bis gleich. Also mit den 80 Gramm habe ich jetzt auch dasselbe gemacht wie mit 120. Hier sieht man, ich habe genauso gesprüht. Und hier ist es weitergegangen, weil das Papier schon dünn ist. Hat das irgendwie hier auch aufgesaugt. Ich lasse das jetzt auch trocknen und dann sehen wir nachher weiter. Dann vergleichen wir die zwei einfach miteinander. Bis gleich. Also, das ist jetzt getrocknet. Dann können wir vergleichen. Das ist 120er. Das ist jetzt auf 80 Gramm. Und hier sind die verschiedenen. Ich hoffe, ich kriege das komplett aufs Bild. Also, hier habe ich 8-mal geschichtet bekommen. Auf den dünneren nur 6. Hier 7, da auch 7. Hier 7, hier 6, bis das Papier gesättigt war. Hier habe ich mit Blender gearbeitet. Und hier habe ich ja die Farben gemischt. Mir gefallen sie nicht. Also Farben zu mischen, naja. Wer es mag, kann es tun. Hier habe ich sie miteinander verblendet und hier habe ich mit dem Blender gemacht. Also verblenden mit dem Blender geht es auch eigentlich sehr gut. Hier habe ich dasselbe gemacht, nur dass ich hier fixiert habe und hier dasselbe. Hier habe ich auch euch gezeigt, dass es ziemlich nass war und man sieht das hier auch. Das ist auch fleckig. Und jetzt drehen wir das Ganze. Ich will euch zeigen, was passiert, wenn ihr mit Fixativ auf so dünnerem Papier. Dann passiert nämlich das hier. Und das ist auf dem dickeren Papier. Also ich würde immer sagen, wenn ihr fixiert die Bilder, tut das auf einem Papier erstmal testen, wie die Farben, ob sie durchbluten auf der anderen Seite und wie sie aussehen dann, wenn der Fixativ drauf kommt. Ob sie sich verschmieren oder ob sie schön bleiben. So tut ihr am Schluss euer Bild nicht versauen. Wie finde ich die Stifte? Da ich ja ganz ehrlich bin, ich male nicht so oft mit Metallic. Oder fast gar nicht mit Metallic-Farben. Ich weiß nicht. Mir sind hier zu viel, zum Beispiel zu viele Glitzerpartikel drin. Ich weiß nicht, was das für Glitzer ist, aber auf jeden Fall ist mir zu viel. Was hier an diesen Stiften ist, ist, dass die Mine nicht zentriert sitzt bei sehr vielen. Dann heißt, ich muss dann anspitzen. Hier könnte ich jetzt noch verbrauchen eigentlich. Aber hier geht es nicht mehr, weil da ist Holz. Also weil die Mine nicht zentriert sitzt. Positive Sache von den Stiften ist, dass ihr ziemlich lange damit arbeiten könnt, bis ihr eure Spitze verbraucht habt. Und was ich auch noch sagen kann, dass da nicht so viel Fallout ist. Also heißt diese, wenn ich male, dass da viel zu viele Pigmente auf dem Papier rumfliegen. Also das ist es nicht. Nur bei manchen ist der Abrieb ein bisschen stärker. Aber sonst sind das keine schlechten Stifte. Manche sind ein bisschen fleckig und ein bisschen kratzig, andere sind weicher. Und im Tageslicht sehen die Farben auch ein bisschen anders aus. Also ich würde mir überlegen, zu welcher Zeit oder ich die Bilder male, ob ich abends oder morgens die male oder beim welchen Licht, weil im Tageslicht kommen die ein bisschen anders raus.
die Farben. Da müsst ihr auch dann selber gucken. Ich würde sagen, dass die Stifte gar nicht mehr schlecht sind. Für die, die gerne mit Metallic-Farben arbeiten. Also meine Mama hätte damit bestimmt eine Freude. Ich glaube nicht, dass ich damit ziemlich oft malen werde, weil es einfach nicht so meins ist. Also würde ich die Stifte weiterempfehlen. Ja, für Metallic-Liebhaber schon mit. Wir sind hier in keiner höheren Preisklasse, also das merkt man, auch wenn die jetzt nicht ganz so günstig sind. Die Stifte, ich habe die ja im Angebot geholt, aber das sind keine Künstlerstifte jetzt, das sind Hobby-Malstiften und die sind okay. Also ich finde sie okay, meine persönliche Meinung. Wer es mit solchen Stiften gerne malt, hat bestimmt seine Freude dran. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!